Herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten. Heute am Mittwoch haben wir unter anderem diese Themen für Sie. Wenn Stoiber auf Stoiber trifft, Ex-Ministerpräsident ehrt sein Double. Nein zum Sonnenstrom, Mindelheimer Bürgerinitiative wehrt sich gegen Solarpark und Kneipp für Kurzurlauber. Bad Wörishofen plant eine gesunde Erlebniswelt. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants. Über 1000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Wolfgang Krebs hatte gestern nach eigenen Angaben den größten Tag seines Lebens. Und dieser Superlativ ist durchaus verständlich, denn ganz so oft kommt es wohl nicht vor, dass ein Spitzenpolitiker seinen eigenen Parodisten mit einer Laudatio beglückt. Die ganze Geschichte? Der Kabarettist Wolfgang Krebs erhielt gestern Abend den Kaufbeurer Kunst- und Kulturpreis 2011 für seine großartigen Parodien auf Günther Bergstein, Horst Seehofer und vor allem Edmund Stoiber. Und der, das Original sozusagen, war bei der Preisverleihung nicht nur anwesend, nein, er ehrte sein Double mit einer mehr als gelungenen Festrede. Anselm Stern und Jonas Strobel. Edmund und Wolfgang, der echte Stoiber und der Krebsstoiber, vereint in Kaufbeuren. Am Ende eines durchaus bemerkenswerten Abends. Im Stadttheater überreichte OB Stefan Bosse den Kunst- und Kulturpreis 2011 an Wolfgang Krebs. Seit Jahren ist er der dreifache Ministerpräsident. Seine Parodien sind bundesweit erfolgreich und der Geehrte war sichtlich gerührt. Es ist der Preis meiner Heimatstadt Kaufbeuren. Ich bin zwar hier nicht geboren, aber ich lebe hier seit 1972, also schon ziemlich lang. Und bin heute wahnsinnig gerührt, dass die Stadt meine künstlerische Leistung da so würdigt. Und wir hatten einen großartigen Laudator. Edmund Stoiber selbst hat gesprochen und das war für mich eine ganz erhebende Geschichte. Es war ganz toll. Toll war an dieser Preisverleihung tatsächlich vor allem die Laudatio. Edmund Stoiber hatte die Einladung angenommen und das Original brachte eine denkwürdige Lobrede auf sein eigenes Double mit. Nun ist es eigentlich der größte Fehler, den ein Laudator machen kann. Wenn er statt über den Preisträger ständig über sich selbst spricht. Aber er ist ja quasi ich. Einmal suchte ich einen Mitarbeiter von mir auf, der gerade den Hörer in der Hand hielt und mich mit den Worten empfing: Ich telefoniere gerade mit Ihnen. So ist das mit einem Double. Und so spreche ich ganz einfach erstmal über uns. Und um es mit den Worten des Krebsstäuber zu sagen, über den Ministerpräsidenten des ehemaligen Berg. In Bayern der Gegenwart regiert derzeit bekanntlich Horst Seehofer. Und auch der war gestern dann dank des Preisträgers auch noch mit dabei. 70 Jahre Edmund Stoiber, diese Rede kann ich nicht irgendeinem Parteifeind überlassen, Vaterfreund. Reden wir irgendeinen Schmarrn und irgendeinen Schmarrn rede ich lieber selber. Bin ich durchaus selbstkritisch. Auf jeden Fall verspreche ich, ich werde die CSU wieder stark machen, das verspreche ich. Ich weiß, ich habe schon viele Versprechen gegeben, aber ich kann neue machen und die sind genauso gut. Den meisten Applaus, den meisten Erfolg gibt's aber immer, wenn er ihn macht, wenn der Krebs den Stoiber dubelt. Und das Original weiß auch warum. Der Wolfgang Krebs hat es geschafft, sozusagen die Person Stoiber mit einer eigenen Krebsnote, wenn ich das so sagen darf, zu veredeln. Denn er zieht ja Leute mit der Darstellung an. Und die zieht er nicht nur mit meiner Person an, sondern die zieht er schon an, weil er die Person wirklich gut nachmachen kann. Und das geht natürlich auch nur durch Überhöhungen und durch Überzeichnungen. Aber so ganz glatte Typen, die man heute oft in der Politik sieht, die bieten ja gar keinen solchen Boden, sich ein bisschen zu mokieren, ein bisschen lustig zu machen. Ich glaube, da habe ich einiges geboten, neben all dem, was ich in der Politik gemacht habe. Aber ich glaube, auch hier diese Komödiantenkultur ganz erheblich gefördert.
Das kann man wohl sagen. Und noch eins hat Edmund Stoiber geschafft. Er hat, zumindest gestern Abend, dem Klischee entgegengewirkt, er sei ein Aktenfresser ohne Humor. Wie gesagt, ein denkwürdiger Abend, an dessen Ende sich dann, wie sich's gehört, der Stoiber beim Stoiber auch noch offiziell bedankt. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese großartige und einmalige Laudatio, die er wirklich gut für mich hinbekommen hat. Das war ganz große Klasse. Vielen Dank. Mit den erneuerbaren Energien ist das so eine Sache. Eigentlich findet sie jeder toll, bei den meisten hört die Begeisterung aber ganz, ganz schnell wieder auf, wenn es ernst wird. Denn wer will schon ein Windrad oder einen Solarpark direkt vor der Haustür haben? Ein beispielhafter Konflikt scheint derzeit in Mindelheim vor der Tür zu stehen. Im Nordosten könnte möglicherweise ein neuer Solarpark entstehen und obwohl noch nichts konkret geplant, geschweige denn entschieden ist, gibt es schon eine Bürgerinitiative, die dagegen kämpft und massiven Widerstand ankündigt. Noch einmal Anselm Stern und Jonas Strobel. 16 Hektar Acker und Wiese im Nordosten von Mindelheim. Circa 3 Hektar dieses Areals an den beiden Bahnlinien nach Krumbach und Buchlohe könnten in Zukunft so aussehen. Ein Mindelheimer Grundbesitzer will mit neuen Photovoltaikanlagen umweltfreundlichen Strom erzeugen. Also der Sachstand war der, dass uns eine schriftliche Anfrage erreicht hat unter Bezeichnung von 4 Grundstücken mit einer Gesamtfläche von 3 Hektaren. Bei dieser Anfrage war aber überhaupt nicht enthalten, wie diese Anlage dann im Einzelnen ausschaut, sondern der Eigentümer wollte wissen, ob es hier grundsätzlich vorstellbar ist, eine Anlage zu errichten. Mitte September hatte der Bauausschuss dann dem Stadtrat empfohlen, in ein Verfahren einzusteigen. Allein das Bekanntwerden dieser Entscheidung reichte schon, um Protest auszulösen. 3 Anwohnerinnen haben sich zur Interessengemeinschaft Erholungsgebiet Ost zusammengeschlossen und kämpfen zusammen mit anderen bereits jetzt gegen einen möglichen neuen Solarpark neben ihrem Wohngebiet. Wir haben hier im Nordosten von Mindelheim das größte Wohngebiet der Stadt. Angrenzend ist hier diese Grünfläche, die auch Zugang ist zum Wald im Osten der Stadt. Da ist ein neuer Nordic Walking Pfad, der sehr viel genutzt wird. Hier sind sehr viele Jogger, Spaziergänger, Radler, Fußgänger unterwegs, im Winter auch Skilangläufer. Und wir denken einfach hier an der Wohnsiedlung mit Blendwirkung und allem, was ebenso auftreten kann bei dieser Photovoltaikanlage, dass es nicht der geeignete Standort ist. Die Bürger fürchten, dass nach und nach das rund 16 Fußballfelder große Areal mit Photovoltaikanlagen zugebaut wird. Aus ihrer Sicht gibt es andere, bessere Standorte, wie beispielsweise Dächer von städtischen Einrichtungen. Und sie wollen erwähnt wissen, dass sie nicht grundsätzlich gegen Solaranlagen sind, nur eben gegen Solaranlagen hier. Im Rathaus ist das nur ein Energieproblem von vielen. Wöchentlich kommen neue dazu. Der Bürgermeister wirbt deshalb für mehr Gelassenheit und für ein neues, großes Energiekonzept. Nachdem wir das auch erwartet haben, dass es ein Thema ist, was den Bürger sehr stark bewegt, weil keine Form der Energiegewinnung konfliktfrei ist, das muss man auch ehrlich sagen, auch regenerative Energie birgt Konflikte mit Landverbrauch, mit Veränderungen in der Landschaft, mit auch Maisanbau zum Beispiel. Und da halte ich es mit der CSU-Fraktion für sehr sinnvoll, für die Stadt Mindelheim einen kompletten Energienutzungsplan mit aufzustellen. Die Diskussionen um den geplanten Solarpark hier werden schon morgen weitergehen. Die Interessengemeinschaft hat einen Infoabend mit allen Beteiligten organisiert. Ja, und stattfinden soll dieser Infoabend, wie gesagt, morgen und zwar um 20 Uhr im kleinen Saal des Forum in Mindelheim. Hier gibt's jetzt kurz Werbung und danach sind wir zurück mit den Meldungen aus der Region. Bis gleich. Situation klare Sicht mit der Femtosekunden-LASIK. Informieren Sie sich jetzt über diese hochpräzise, vollständig lasergesteuerte Augenbehandlung. Denn Sehschärfe ist Lebensqualität. Lange Entscheidungswege kann ich mir nicht leisten. Wir finden es schön, wenn man uns beim Namen nennt. Unser Haus steht auf einem sicheren Grundstock. Für mich zählt der direkte Draht. Flexibilität. Flexibilität. Kompetenz. Kompetenz. Persönlichkeit. Persönlichkeit. Verantwortung. Verantwortung. Salita Bank. So privat wie das Leben.
Deine Zukunft beginnt jetzt. Nutze dein Talent. Die Memminger Ausbildungsmesse 2011. Über 80 Aussteller informieren über Ausbildung, Berufs- und Karrierechancen. Was bringt mir mein Schulabschluss? Was passt zu mir? Welche Berufe sind auch in Zukunft gefragt? Hol dir Antworten auf deine Fragen auf der Memminger Ausbildungsmesse 2011 am 15. Oktober von 10 bis 15 Uhr im Berufsbildungszentrum Jakob Kühner, der Johann-Bierwirth-Schule und in der Berufs- und Fachoberschule Memmingen. Eintritt frei. Ein Energieträger, der mich unabhängig macht von Öl und Gas? Der nachwächst und auch unseren Kindern noch zur Verfügung steht? Pellets, die Energie, die nachwächst. Setzen Sie auf nachhaltige Rohstoffe unserer Heimat und starke Partner aus der Region. Informieren Sie sich www.pellets-solarteam.de. W&W, Ihr Gartenspezialist fürs ganze Jahr. Genießen Sie die farbenfrohe Vielfalt in Ihrem Herbstgarten. Egal ob permanente Pflege oder kreative Gestaltung. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für Garten- und Landschaftspflege. Umweltschutz. Für uns selbstverständlich. Wasser. Unsere natürliche Kraft der Natur. VW EW. Energie aus der Region für die Region. Die Meldungen vom 12. Oktober 2011. Die geplante Neustrukturierung der Memminger Arbeitsagentur ist vom Verwaltungsausschuss einstimmig abgelehnt worden. Die 12 Mitglieder haben sich somit dagegen ausgesprochen, die Landkreise Neu-Ulm und Günzburg aus dem Agenturbezirk Memmingen herauszulösen. Der Ausschuss plädiert stattdessen für die Zusammenlegung der Agenturbezirke Memmingen und Kempten mit Hauptsitz in Memmingen. Der Ausschuss besteht aus Vertretern von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und öffentlicher Hand. Derzeit umfasst der Bezirk die Stadt Memmingen und die Landkreise Unterallgäu, Neu-Ulm und Günzburg. Zwei Männer sind heute Morgen bei einem Verkehrsunfall im Unterallgäu schwer verletzt worden. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Kaufbeuren und sein gleichaltriger Beifahrer waren in Richtung Bad Wörishofen unterwegs. Auf Höhe Schlingen gerieten sie aufs Bankett, der Pkw geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Dabei wurden die beiden Insassen durch die Windschutzscheibe aus dem Fahrzeug geschleudert. Sie mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Die Diskussion um die Gestaltung des Hildegard-Platz in Kempten geht weiter. Heute fand auf dem Wochenmarkt in Kempten zum ersten Mal der Markt der Meinungen statt. Dort können die Bürger eigene Vorschläge für die Umgestaltung machen. Diese sollen dann bei den neuen Planentwürfen berücksichtigt werden. Wir haben seit dem Bürgerentscheid am 10. April festgestellt, dass bei den Kemptnerinnen und Kemptner, aber auch im Umland die Gestaltung noch weiter sehr stark diskutiert wird. Es wurde entschieden, dass keine Tiefgarage kommen soll, aber es ist noch sehr unterschiedliche Meinung über den bisherigen Gestaltungsvorschlag oder über andere Wege. Der Markt der Meinungen findet noch am 15. und 16. Oktober vormittags und am 21. Oktober nachmittags auf dem Hildegard-Platz statt. Zusätzlich können Bürger Vorschläge auch per Post oder per E-Mail bei der Stadt Kempten einreichen. CF1, 3 bis 4, die 3. In Altusried haben die Dreharbeiten zum zweiten Kluftinger-Film begonnen. Verfilmt wird der Allgäu-Krimi Milchgeld. Die Hauptfigur Kommissar Kluftinger verkörpert darin der bekannte Schauspieler Herbert Knaup. Bereits 2009 wurde das Buch Erntedank der Autoren Volker Klüpfel und Michael Kober verfilmt. Also es wird halt sozusagen wieder die filmische Interpretation von unserem ersten Buch. Diejenigen, die es gelesen haben, können sich wahrscheinlich diesmal auf, zumindest in Details, ein bisschen mehr Buchnähe freuen. Was den Leuten, glaube ich, ganz entgegenkommt. Und glaube ich, für viele Leser wichtig, der Kluftinger kriegt endlich seinen Passat. Sein guter, alter, 30 Jahre alter Passat. Die Dreharbeiten werden voraussichtlich noch bis zum 28. Oktober andauern. Der Film Milchgeld soll dann 2012 in der ARD zu sehen sein. So, und wir schauen jetzt, wie das Wetter in den nächsten Tagen so wird. Top
Marken zu Fabrikverkaufspreisen im Allgäu-Outlet in Sonthofen. Viele Artikel bis zu 70% reduziert. Outlet-Shopping für die ganze Familie und jeden Geldbeutel. Die Nacht zum Donnerstag wird stark bewölkt. Bei Tiefstwerten von 9 Grad gibt es Regen. Auch am Donnerstagmorgen ist es wolkig. Am Bodensee und am Alpenrand regnet es. Am Nachmittag lässt der Regen nach. Im Flachland zeigt sich sogar die Sonne und die Temperaturen steigen auf bis zu 13 Grad. Der Freitag bleibt trocken. Zwischen vereinzelten Wolkenfeldern scheint die Sonne. Am Samstagmorgen kann es Frühnebel geben, der Nachmittag wird jedoch schön und sonnig. Auch am Sonntag zeigt sich nach morgendlichem Nebel die Sonne. Es werden Höchstwerte von 15 Grad erreicht. Ex-SPD-Chef Matthias Platzeck, Fernsehkoch Tim Mälzer oder zuletzt Fußballtrainer Ralf Rangnick, sie alle haben eines gemeinsam. Sie zogen wegen einer völligen Erschöpfung die Reißleine. Die Rede ist vom Burnout-Syndrom. Hoher Leistungsdruck im Job ist aber nur eine Ursache dafür. Und um das möglichst zu verhindern, sind kurze Entspannungsphasen mehr als wichtig. Und wie könnte man das besser, das Entspannen, als nach den Lehren von Sebastian Kneipp? Und genau für die Kurzurlauber will die Stadt Bad Wörishofen jetzt eine Kneipp-Erlebniswelt schaffen. Wie die genau aussehen soll, Melanie Müller, Lisa Schwarz und Julian Bubeck haben nachgefragt. Dem Namen Sebastian Kneipp kann man in Bad Wörishofen nicht entfliehen. Kein Wunder, ist der Kurort doch gerade wegen des Pfarrers berühmt. Viele Gäste zieht es so jedes Jahr hierher. Die Lehren des Allgäuers sollen jetzt in einer Erlebniswelt neu präsentiert werden. Die Idee ist im Stadtrat geboren auf einer Klausurtagung. Wir haben gemerkt, die Menschen bleiben immer kürzer. Also wir haben so viele Gäste wie nie zuvor in unserer Stadt, die aber immer kürzer bleiben. Und wir wollten das Thema Kneipp auch denen zugänglich machen, die nur einen halben Tag mal da sind. Also die sollen die Chance kriegen, dieses komplexe System zu erfahren, zu erleben. Und schön wäre es natürlich dann, wenn wir sie für einen längerfristigen Aufenthalt in Bad Wörishofen gewinnen können. Hier könnten schon bald die ersten Baustellenfahrzeuge anrücken. Denn auf dem Gelände der Pergola ist es geplant, das Kneipp-Erlebnishaus. Dort soll Kneipps Buch »So sollst du leben« auch für Kurzzeitbesucher neu erlebbar gemacht werden. Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass der Kern eine Art Wippe ist. Das Gebäude bewegt sich in seiner Außenhaut. Und das Spannende ist, dass man damit natürlich dieses symbolisieren kann, das Leben ins Gleichgewicht zu bringen. Und dann soll die Geschichte erzählt werden, so könnt und sollt ihr heute leben, um gesund zu sein, um gesund zu werden. Wir haben heute viele Zeitungen, die machen mit dem Thema auf Burnout Stress. Und ich glaube, das können wir hier fantastisch aufgreifen. Und wenn uns das gelingt umzusetzen, dann können wir völlig neue Gäste auch erschließen. Mit diesem Konzept will die Stadt jetzt auf Sponsorensuche gehen. Neben dem Kneipphaus sind noch weitere Stationen in der Innenstadt geplant. Denkbar ist, dass es hier Scouts gibt, die die Menschen dann durch die Stadt führen, die sie an die Plätze führen, wo Kneipp gewirkt hat. Dass man noch einmal versucht, auch mit dem Thema Kräuter, mit den verschiedenen Säulen, andere kleinere Welten zu inszenieren. Das Wasser wird sicher noch eine dominante Rolle spielen. Da ist es also noch viele Möglichkeiten, sich kreativ auszutoben. Auch wenn es sicher noch etwas dauern wird, bis die Kneipp-Erlebniswelt Wirklichkeit wird, Sebastian Kneipps Lehren sind schon jetzt allgegenwärtig. 900 verschiedene Fledermausarten gibt es weltweit, rund 30 davon leben bei uns in Mitteleuropa. Und für genau die geht es jetzt langsam aber sicher in die Winterruhe. Unterstützt werden sie dabei von Renate Pfeiffer, die bislang schon über 1000 Fledermäuse gepflegt hat. Und auch aktuell kümmert sie sich um einige der fliegenden Säuger. Christina Lessig und Peter Böhr haben sie mal besucht. Lautstark gibt Fledermaus Laila zu verstehen, was sie davon hält, geweckt zu werden. So richtig geschlafen hat die Fledermaus aber noch nicht, auch wenn die Winterruhe kurz bevorsteht. Dass die überhaupt möglich ist, verdanken die Fledermäuse Renate Pfeiffer. Sie kümmert sich schon seit über 20 Jahren um verletzte und kranke Tiere. Insgesamt 30 Fledermäuse werden diesen Winter hier auf dem Dachboden von Renate Pfeiffer verbringen. Sie kommen in große Holzkisten, so immer artenbezogen. Und dann bleiben sie in diesem Raum, der hohe Luftfeuchtigkeit hat und eine relativ kühle Temperatur. Also es ist frostfrei, aber relativ kalt. Weil es in den vergangenen Wochen nachts schon recht kühl war, bereiten sich die Fledermäuse in diesem Jahr früher als sonst auf die Winterruhe vor. Aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung weiß Renate Pfeiffer, wie sich das bei den Fledermäusen andeutet. Sie fressen nicht mehr, sie haben ja immer Futter drin
Und dann fressen sie nicht mehr, bleiben ganz ruhig hängen eigentlich, haben ein bisschen zugelegt an Gewicht, sind ein bisschen aufgeplustert oder auch ein bisschen dicker. Ja, und schlafen einfach. Sind auch eiskalt, also sie sind richtig kalt. Manch ein großer Abendsegler hat dann schon mal bis Ende März Winterschlaf gehalten. Die kleineren Fledermausarten muss Renate Pfeiffer während des Winters immer wieder füttern. Sie sind zu schwach. Die Fledermaus muss aber auf die Fütterung vorbereitet werden. Die habe ich in den Händen warm gemacht. Das heißt, sie kann sich selber auch warm machen. Es dauert in der Natur etwa 20 Minuten. Da pumpt sie das Blut stärker durch ihren Körper und macht sich somit warm. Und erst wenn das Tier warm ist, also die richtige Temperatur, etwa 36 Grad Körpertemperatur hat, dann kann sie fressen, fliegen oder eventuell auch beißen. Wobei menschliches Blut aber nicht auf dem Speiseplan der heimischen Fledermäuse steht. In freier Natur bevorzugen sie Insekten, Falter oder auch Käfer. Bei Renate Pfeiffer schmecken auch Mehlwürmer. An die Anfänge der Fledermauspflege erinnert sie sich ganz genau. Ja, wir haben schon immer viel mit Natur gemacht. Also wie gesagt, wir sind Gärtner, mein Mann auch. Und dann haben wir auch sehr viele Nistkästen früher gehabt. Das war mal ganz große Mode und da hat der Schwiegervater angefangen. Wir haben das schön weitergemacht und dann hat man so kartiert, das ganze Fledermäuse kartiert. Und das wusste ein alter Bürgermeister und der hat uns dann 1992 die erste Verletzte zukommen lassen. Und mit der hat alles angefangen. Seitdem hat Renate Pfeiffer bestimmt 1000 Fledermäuse gepflegt und festgestellt, immer häufiger wird der Straßenverkehr zum Problem für die Tiere. Dieser Sog von den großen Autos, also Lastwagen zum Beispiel, dieser Wirbelwind, der schaukelt die so hin und her und bis sie wieder stabilisiert sind, kommt ja eigentlich schon wieder der nächste LKW. Und irgendwann schaffen sie es einfach nicht mehr und dann knallen sie gegen die Lastwagen. Und das gibt dann halt schwere Flügelbrüche oder dann eventuell auch der Tod von Fledermäusen. Für die nächsten Monate sind die Fledermäuse hier auf dem Dachboden von Renate Pfeiffer erstmal sicher aufgehoben. Und nur wenn sie wirklich in freier Natur überleben können, wird die Fledermausfrau die Tiere im Frühjahr wieder freilassen. Ja, und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht's bei uns um den richtigen Durchblick. Bis gleich. Einschalten und gewinnen. Das große Allgäuer Büblerätsel mit dem Allgäuer Brauhaus und RSA, der Allgäu-Sender. Such den Original-Büble-Laster und gewinne dein Feierabendbier, eine Fahrt mit dem Büble-Ballon oder hol dir den Hauptgewinn, einen exklusiven Bier-Sommelier-Abend mit 5-Gänge-Menü für 10 Personen vom Allgäuer Brauhaus. Mittwochs bis freitags von 15 bis 17 Uhr ist der Büble-Oldtimer im Allgäu unterwegs. Löse die Rätsel auf RSA, der Allgäu-Sender. Und wenn du um 17 Uhr als erster den Büble-LKW in deinem Ort entdeckst, melde dich gleich beim Fahrer und ruf an auf der Büble-Hotline. Kempten 14040. Unser Bier. Allgäuer Büble-Bier aus dem Allgäuer Brauhaus. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Jetzt mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, da bin ich daheim. Waffenbär, das Einkaufserlebnis in Kempten. Für Jäger, Sportschützen, Angler und Trachtenmode. Leckeren Käse und viele weitere Markenprodukte preisbewusst einkaufen bei Edelweiss im Factory Outlet Center in Kempten. Schluss mit dem Tarifdschungel. Klare Tarife und ein sicherer Wechsel mit Präg. Wir kümmern uns persönlich darum. Präg. Wir verstehen Energie. Messe im Park in Oberstaufen. Vom 21. bis 23. Oktober von 10 bis 18 Uhr im Kurhaus Staufenpark. Rund 70% der deutschen Bevölkerung trägt sie, die Brille. Einst eine Strafe für jedes Kind und vielleicht auch Grund für Hänseleien, ist sie heute sogar beliebt bei Nicht-Brillenträgern.
Schon längst vom schlichten Gestell auf der Nase zum beliebten Accessoire befördert, steht genau das bei den zwei Optikern aus Kempten im Vordergrund. Modisches und Nützliches zugleich. Meine Kollegen Evelyn Priep und Peter Böhr haben dort einmal vorbeigeschaut. Sich die Brille richten lassen oder die Sehkraft überprüfen. Und das ganz gemütlich im Seniorenheim Pro Seniore in Kempten. Andrea Bauer und Manuela Günther bieten dort jeden zweiten Monat einen Brillennachmittag an. Und das wird sehr gerne angenommen. Wenn die Arbeit dort getan ist, kehren die zwei Optikerinnen in ihr Geschäft zurück, das sie schon seit einem Jahr gemeinsam führen. Die Idee schlummert in uns beiden schon ganz lang. Und irgendwann, ja, war der Zeitpunkt da. Und dann ging das alles sehr, sehr schnell. Wir hatten diesen Laden gefunden, hatten innerhalb von 4 Wochen den Laden umgebaut. Und das ist daraus entstanden. Und seitdem gibt es die Zwoptika. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Und was aus so einer, aus so einem Traum einfach geworden ist, das sieht man. Und der ist richtig in Erfüllung gegangen. Zusammen haben die zwei Geschäftsführerinnen 24 Jahre Optikererfahrung und wollen die Stadt mit ihren Ideen ein bisschen bunter machen. Also ich habe 2001 die Lehre als Augenoptikerin angefangen, bis 2004, habe dann 2005 eine Meisterausbildung gemacht und seit 2010 sind wir jetzt eben hier in Kempten, genau. Und bei mir ist das alles 10 Jahre früher passiert, weil wir sind nämlich genau 10 Jahre auseinander. Also ich bin auch Augenoptikmeister und seit 2002 bin ich das und arbeite seitdem als Meister. Habe viele Erfahrungen auch gesammelt, vor allem auch in Kontaktlinsenanpassungen und vergrößernde Sehhilfen. Und wir beide ergänzen uns da einfach wahnsinnig gut und zusammen ergeben wir eins. Bernd Göhler möchte sich Kontaktlinsen holen. Jede Linse wird bei den zwei Optikern angepasst. Dabei hilft der Keratograph. Mit 9 roten LEDs wird das Auge bestrahlt. Im Computer entsteht daraus ein 3D-Bild mit der Beschaffenheit der Hornhaut. Und genau passend zu diesem Bild werden die Kontaktlinsen dann bestellt. Nach 3 bis 4 Werktagen kann der Kunde diese dann schon abholen und einsetzen. Und was ist für Sie wichtig rüberzubringen in Ihrem Laden? Eigentlich Mode und Handwerk. Weil wir natürlich unsere Brillen selber schleifen. Also die Gläser kriegen wir in einem rohrunden Zustand, werden bei uns in der Werkstatt eingearbeitet. Und Mode, die Brille ist einfach kein Nasenfahrrad mehr, wie es früher einfach mal war, sondern einfach ein modisches Accessoire. Und das wollen wir einfach unseren Kunden auch so rüberbringen. Eine modische Brille soll es auch bei Steffi Schiechel sein. Sobald das Gestell gefunden ist, das gefällt, kommt das moderne Beratungsterminal zum Einsatz. Durch eine Kamera hinter dem Spiegel wird die genaue Augenposition berechnet und fotografiert. So kann Manuela Günther dann den Punkt im Brillenglas, durch den die Kundin schaut, gezielt festlegen. Ein Highlight für die Kleinen: Wer seine allererste Brille bei den zwei Optikern aussucht, darf sich auf einen Thron setzen und bekommt ein Bild als Brillenkönig zugeschickt. Denn auch die kleinen Kunden sind dort schon König. Ja, und wenn Sie jetzt den ein oder anderen Beitrag verpasst haben sollten, kein Problem. Auf unserer Homepage unter www.tv-allgäu.de gibt es nämlich eine Online-Mediathek und dort gibt es alle Beiträge zum nochmal ansehen. Ich bedanke mich jetzt also fürs Zusehen, Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen, wenn Sie wollen. Tschüss für Gott und auf Wiedersehen. Holz und Bau Espermüller in Kaufbeuren. Ihr Beratungszentrum rund ums Bauen und Renovieren.